Moin moin und guten Abend. Wir sind wieder zu dritt versammelt, um über die neueste Folge Game of Thrones zu reden. Mit dabei natürlich Marcel Hi. und Sebastian. Hallo. Ja, Folge 4, ne? Ich merke Euphorie. Die Euphorie geht so langsam, aber sicher ein bisschen zu Ende. Allerdings, die letzten beiden Folgen werden wir auch noch schaffen. Ja, aber erstmal quatschen wir über die letzte Folge 4, The Last of the Starks. Genau. Ja, die Feinde sind geschlagen, die Verlorenen verbrannt. Lass uns eine Runde saufen und feiern. So fing die Folge an. Ja. Ich muss sagen, das war etwas, was ich sehr nett gefunden habe. Das ist eher so typisch Game of Thrones. Ha, wir haben die große Schlacht geschlagen. Lasst es uns machen wie Robert Baratheon und uns den Verstand Und wir haben ja auch einen wegsaufen. neuen Baratheon. Stimmt, ja, genau. Ja, ich muss auch sagen, großartig über den Anfang, die traurige Szene, oh, wir verbrennen die Opfer, müssen wir, glaube ich, gar nicht so richtig reden, außer dass wir mal wieder Ghosts gesehen haben. Sehr zugerichtet. Ja, the goodest boy. Ja, und dann ging es direkt mit der Feier los. Ich frage mich, wie Zeit da vergangen ist, weil Trauer zu super fröhlich nah beieinander. Ich glaube, dass man die Zeit in Game of Thrones mittlerweile auch relativ sehen Das muss. ist richtig. Wenn man bedenkt, wo wir am Ende der Folge sind, hast du absolut recht. Also vielleicht war deswegen auch die lange Nacht in der dritten Folge vielleicht auch tatsächlich wochenlang und keiner hat es bloß mitgekriegt. Ja, eine Nacht, die wochenlang ging. Genau. ja, was ich an der Rede allerdings sehr, sehr schön fand, und das merkt man dann ja dann auch bei der nachfolgenden Szene eben bei dem Festgelage, dass wenn die Nordleute die Wahl zwischen Jon und Daenerys hätten, sie würden sofort Jon nehmen. Überhaupt, das war auch gerade eine Sache, die ich ansprechen Ja. wollte. Warum hat John die Rede gehalten? Ja. Vielleicht, weil die Macher reinhämmern wollten, hey, wenn die Leute im Norden eine Wahl hätten, dann würden sie sofort John nehmen. Ich bin mir jetzt auch gerade, Ja. ich bin mir absolut nicht mehr sicher, wer ist denn jetzt bitte der Anführer im Norden? Ist es John? Weil der Sansa. hat das ja eigentlich niedergelegt, aber er wird dann trotzdem wieder mit irgendwie Herr des Nordens angesprochen. Auch von Sansa. Weil ich glaube, dass sich das auf diesen Warden of the North Titel bezieht, den ja auch die Starks die ganze Zeit über hatten, weil sie haben ja quasi ihren Königstitel damals abgegeben, sind aber immer die Behüter des Nordens gewesen. Ist richtig, aber ich meine jetzt, wer von denen ist das? Weil als John nach Daenerys gereist ist, hat er gesagt, ich mach's nicht mehr. Und dann wurde es eigentlich Stimmt, ja. Sansa. Jetzt wird aber John schon wieder so angesprochen, sogar von Sansa. Und Ja, und die Folge heißt ja auch The Last of the Starks. Wo du dir so denkst, so, damit kann eigentlich nur John gemeint sein. Aber es ist auch eins mit der Probleme, die ich mit der Folge jetzt hatte. Neben Feiern. ja, beim Feiern wird. Na, wo wollen wir erst drüber reden? Über Gendry? Was ist über Gendry Ja. reden? Ja, Gendry, Last of the Baratheons. Ja, mal eben so schnell adelig geworden und da denke ich gleich, da kann ich auch gleich meinen Heiratsantrag machen mit der einen zu der einen Frau, die ich kenne. Andere kenne ich ja nicht. Der zieht's halt komplett falsch auf. Ja. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob er gelogen hat, dass er gesagt hat, der hatte schon mit drei Frauen geschlafen. Ha. Dazu könnte man jetzt sehr, sehr nachdenkliche Kommentare machen, aber Du weißt ja nee, immer minus drei nehmen. ja, genau, richtig. And he slept with no one. Insofern passt es ja wieder. Nein, aber einerseits muss ich sagen, ich fand das sehr interessant, ebenso auch so als angedeutetes Powerplay von Daenerys. Gut, okay, wenn mich die anderen nicht mögen, dann zeige ich, dass ich Leute adeln kann. Oh. Ja, schade, schade, dass Arya im Süden noch was vorhat. Richtig, und jetzt Ja. habe ich auch das Gefühl, dass er aus dem Süden nicht mehr wiederkommen wird. Ja, ich meine, das ist generell so. Ich glaube, stimmen wir alle überein, dass so all die Charaktere, die in dieser Folge friedlich verabschiedet wurden, das ist ja nicht bloß Gendry, sind jetzt wahrscheinlich weg, oder?
Ich denke auch, wir Ja, werden keinen, würde also vielleicht am Ende der letzten Folge nochmal, so wir einen Überblick vielleicht bekommen oder so. sagen. Aber jetzt inhaltliche, wichtige Sachen werden die nicht mehr tun. Also jetzt Sam, in Gendry, die schwangere Frau von Sam, Jilly. Jilly, genau. Die werden Das wir nicht mehr sehen. hätte ich halt besser gefunden, wenn man da den einen besseren Abgang verschafft hätte, dann halt in der langen Nacht. Aber Also ich glaube ja, nicht dass die streiten. Theorie stimmt, dass Sam diese Geschichten aufschreiben wird. Ja. Deswegen muss er überleben. Was natürlich die traurigste Verabschiedung ist für eine Person, die wir nicht mehr sehen werden, ist natürlich Ghost. Das ist richtig, ja. Und ich glaube, das fand ich sehr nett, wenn man so die Fanreaktion in den Tagen drauf beobachtet hat. Ich glaube, das war der Punkt, wo es dem Meister wirklich gereicht hat, dass sie nicht mal das Budget hatten, dass John Ghost nochmal einen letzten Boop on the Nose gibt oder ihn nochmal ein bisschen Ja. streichelt oder sowas. Wobei, wir dürfen uns jetzt auf eine tolle Spin-off-Serie erfreuen, die Abenteuer von Tom und Giant Spain und wie über das Victor van Ghosten, seinem getreuen Wolf. Na, passt jetzt auch zu dem, dass ja George erst wieder über die drei Serien gesprochen hat, die in Ist Entwicklung richtig, ja, sind. genau. Ja. Weil tatsächlich diese Sache mit, dass er Ghost ziehen lässt, ich fand das zum Beispiel war wieder so ein Punkt, der mir sehr gut gefallen hat, weil du ja damit quasi sozusagen symbolisch verabschiedet er sich von seinem Erbe als Stark und nimmt quasi sein anderes Erbe an. Das ist richtig, aber irgendwie muss ich gleichzeitig sagen, dass auch das halt, das liegt natürlich langsam am Geld, dass die Verabschiedung, wie sie war, war halt einfach keine John-Verabschiedung. Das ist richtig, ja, leider. Das war sehr betrüblich. Genau, aber ja, Gendry verabschiedet sich dadurch, dass er befördert wird. Tormund, Sam und Gilly und Ghost verabschieden sich dadurch, dass sie zurück in den Norden gehen, wo sie in Freiheit leben können. Jetzt endlich wieder. Ja, Brienne verabschiedet sich damit, dass sie keine Jungfrau mehr ist. Ja. Wie fandet ihr wie fandet ihr die Szene denn? Also die Trinkszene erst und dann die Jamie-Brienne-Szene. Puh, ich gespalten. Bin ein bisschen am Überlegen, was mir seltsam aufgefallen ist, die Arya-Szene oder die Brienne-Szene, weil es halt wirklich so die beiden Charaktere sind, von denen man es irgendwie so überhaupt nicht erwartet. Ich meine, einerseits, hey Brienne, gut für dich, du hast es geschafft, quasi den Mann deiner Träume endlich dir zu angeln, aber irgendwie, ich weiß nicht, es ist irgendwie, ein bisschen, ein Teil von mir hat ja nach wie vor geglaubt, dass Brienne und Jamie wirklich bloß quasi loyale Kampfgefährten wären. Ich hatte auch eher das Gefühl, dass die einfach extrem viel Ja. Respekt voneinander haben und Ja. nicht ein Liebespärchen sind. Nicole hat es anders gesehen, sie wollte jetzt Liebespärchen sehen. Ich, keine Ahnung, also ich bin da. Ich wollte kein Liebespärchen, ich wollte auch nur Kampfgefährten. Und die zweite Folge hat ja auch so angedeutet, dass es nur wirklich so gute Kampfgefährten sind. Und jetzt das in der vierten Folge, das war wieder, muss das jetzt Die wollen sein? halt jedem noch einen schönen Abschied machen. Also ich habe halt das Gefühl, dass die wirklich ein schon in Richtung Bilderbuchende gehen. Natürlich mit krassen Verlusten wahrscheinlich noch, aber trotzdem auch an vielen Stellen positive Enden schreiben Ja. wollen. Was ich sehr, sehr gut gefunden habe, ist, dass jetzt eigentlich auch wahrscheinlich der wahre Grund für den Satz Winter is coming herausgekommen ist. Wir haben ja diesen Starbucks-Becher bei Daenerys gesehen und ich glaube, dass das eine 8-jährige Werbekampagne von Starbucks für ihren großen Winter Roast war. Richtig, Game of Thrones ist eigentlich eine Starbucks-Werbesendung von Anfang bis Ende Genau. gewesen. Genau, und jetzt zeigen sie es endlich, der Winter Roast ist da und hat durch seine wachtmachenden Kräfte die lange Nacht vertrieben. Was viele gar nicht wussten, George R. R. Martin sitzt im Vorstand von Starbucks. Scheiße. Nein. Okay. Wäre aber super. Ja, das wäre geil. Das wäre geil. Nee, wie fandet ihr das? Also dieses Easter Egg, kann man fast sagen.
Also, es hat für mich tatsächlich die Folge auf perverse Art und Weise besser gemacht. Ja. Ich fand's auch geil. Man hat auch die ganze Zeit gewartet, wann kommt die Szene? Wann kommt die Szene? Wann kommt sie? Aber Das na ist gut. richtig, ja. Da ich ja selber schon ab und zu mal Kunde bei Starbucks war, was soll ich sagen, ne? Was soll ich sagen? Ich Fand muss ich das sagen, ich toll. fand, ich fand auch die Reaktion von Starbucks war eigentlich so mit die souveränste. So, sie haben sich gewundert, warum Daenerys keinen Drachen Ale bestellt hat, und irgendwie scheint dann einer die Frage gestellt zu haben, was würden denn Drachen trinken, und worauf dann Starbucks gemeint hat, was auch immer sie wollen. Ja, HBO hat ja auch selber darauf geantwortet, in Richtung, dass das ein Fehler war. Daenerys wollte eigentlich Tee. Und jetzt haben sie ja irgendwie den Kaffeebecher, haben sie jetzt wieder wegretuschiert. So viel ich gehört habe, hat ja HBO gemeint. Weiß ich nicht, also auf Also Sky ist die Folge immer noch mit Kaffeebecher. da muss ich nochmal bei Amazon, aber bei Amazon war es eigentlich auch mit Vielleicht Kaffeebecher. retuschieren die das dann für den Blu-ray-Variante oder so weg, wenn die dann kommt. Aber ich fand es eigentlich ganz lustig. Ich kann aber auch verstehen, dass die dann sagen, ey, es ist zwar ganz lustig, aber das können wir nicht machen und das ist dann raus retuschieren. Ja. Absolut unerwartet. Einfach mal so ein Commercial-Spot. Ja, hatten wir noch irgendwas bei der Feierszene, was wir noch sprechen wollen? Wir können auch darüber reden, dass Daenerys so langsam ein bisschen verrückt wird. Allein vor allem daran, dass Jon sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Ja, also ich habe eben einige Interpretationen gelesen, dass wenn man quasi diese Folge so ein bisschen symbolisch sieht, dass sie quasi zeigt, wie Daenerys immer mehr an Macht verliert, je mehr sie sich quasi an den eisernen Thron klammert. Ja. Und dass sie quasi, ich fand, da muss ich auch sagen, fand ich das Framing und die Aufmachung sehr, sehr gut, dass sie quasi einfach sehr isoliert gezeigt wurde. Ja, Ja, das stimmt. absolut. Weil man merkt die ganze Zeit, also darstellerisch war das super gemacht, fand ich. Also John, der wirklich feiert irgendwie sie an der Seite, alleine, denkt nur über sich selbst nach und über die Beziehung zu John. Die beiden, man merkt einfach, die beiden haben Probleme, die haben es gut gespielt, dass die sich ab und zu mal angelächelt haben, aber reden haben sie trotzdem nicht miteinander. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe sehr viel in diesem Podcast über Emilia Clarke gelästert, aber das, was sie in dieser Folge gezeigt hat, war halt 1A. Also, Das war das wirklich. war gut. Ein Kumpel von mir hat mich auch gefragt, was waren so deine drei größten Pluspunkte und drei negativsten Punkte. Bei mir war einer der Pluspunkte halt, Emilia Clarke durfte endlich mal schauspielern. Eben, Ja. also man merkt, was sie kann, wenn sie pa das passende Skript kriegt. Ansonsten siehst du das nur in ihren Interviews. Ja, und Varys hat auch ein bisschen was mitbekommen, dass mit ihr was nicht stimmt. Ja, und bekommt er dann später auch den Grund dafür, weil das war auch sehr nett gemacht. Ja, danach gibt es eine Szene in den Schlafgemächern von John, wo es direkt am Anfang des Dialogpunkt gab, der mich richtig gestört hat. Und zwar, als John gefragt wurde, ob er betrunken ist, dieser schlechte Witz, nein, und wie er dann rumgetorkelt ist. Das passte, finde ich, jetzt in dem Moment absolut gar nicht. Das ist Das passt richtig. nicht in die Situation, das stimmt. Das war nicht gut. Das ist halt das Problem dieser Folge gewesen. Es gab überall einfach diese. Also an sich waren viele Sachen in der Folge echt gut. Typisch Game of Thrones einfach. Das ist jetzt nicht überragend, aber typisch. Aber immer überall diese kleinen Dinge, die einen einfach rausgerissen haben. Ja. Ja, fast tatsächlich, als ob das Team hinter der Serie eben so langsam sagt, okay, gut, können wir das Ganze langsam beenden? Unser Ja. Sitzfleisch wird ein bisschen schwierig. Na, da stimmt was nicht so richtig, egal, das geht schon so. Genau, Ja. richtig. Ich glaube, dass Benioff und Weiss auch nicht mehr so ambitioniert Ich glaube, die sind einfach in den an Gedanken Game schon bei of Star Thrones Wars. sind. Ja, die sind wirklich in Gedanken schon beim nächsten Projekt. Ja, was ist denn in dem Gespräch da passiert? Kann mir das einer kurz erklären?
Ja, zuerst haben John und Danny sich insofern zusammengerauft, dass das schon noch klar ist, dass die beiden sich lieben, aber dann hat Danny den großen, was heißt Fehler, nein, hat Danny quasi von John mehr oder minder verlangt, seinen Geschwistern nicht zu sagen, dass er eigentlich Aegon, glaube ich, heißt er mit richtigem Namen, also Aegon dass er der ein Dritte oder Targaryen, sowas, glaube genau, ich, ne? Aegon der Dritte aus dem Hause Targaryen ist. Und John, ja, wie sein Ziehvater halt, auch ganz ehrenvoll meint so, nee, du, das passt alles, ich will den Thron eh nicht und du und meine Familie werdet euch total gut verstehen und Daenerys das nicht so toll findet. Wie war der Satz? Und ich habe dir gerade eben gezeigt, wie wir uns gut verstehen können. Und ja, genau. Ja, vor allem auch, wenn du ihre Beziehung zu Sansa mal näher unter die Und wie wir dann auch sehen, Lupe. Arya vertraut ihr ja genauso wenig. Genau. Und das Aber wird nicht richtig. besser dann, als sie dann dieses Strategiegespräch hatten. Ja. Weil Jon Snow halt sehr viel von seinem Ziehvater hat. Das stimmt. Richtig. Muss Ja. aber auch sagen, das ist etwas, was man Sansa wirklich zugutehalten kann. Sie ist, glaube ich, der einzige von diesen ganzen Adeligen, die so ein bisschen gesunden Menschenverstand hat, von wegen, wollt ihr nicht eure Truppen noch ein bisschen ausruhen lassen? Wer soll die Leute versorgen? Sie ist überhaupt noch die einzige Person, also in einer hohen Position, die halt überhaupt noch Übersicht über die komplette Situation hat. Ja. Ja, das stimmt. Wenn du auch ihren Werdegang betrachtest, von der ersten Staffel bis jetzt, hat sie sich unglaublich entwickelt. Das hätte ich auch anfangs nicht gedacht, dass das so passiert. Das haben sie ja im Grunde auch teilweise schon so ein bisschen dargestellt, indem sie halt das Gespräch mit dem Blutzond hatte. Genau. Ja, das war Daenerys auf jeden Fall egal mit dem Ausruhen der Soldaten. Sie wollte jetzt los. Und Jon sagte: Okay, wenn du das wünschst, dann gehen wir jetzt los. Auf geht's. Und dabei teilen sie sich auf. Also Jon mit einer Truppe, dann mit den Dothrakis über Land und sie dann mit Drachen und Schiffen übers Meer. Erstmal nach Dragonstone? Stone. Dragonstone. Genau, Dragonstone, ja, genau, in ihr altes. Wobei ich tatsächlich nicht kapiert habe, warum sie noch mal extra zu ihrem alten Familiensitz zurück möchte. Also ich habe es kapiert, damit sie da stranden kann und nicht in King's Okay. Landing gestrandet ist. Gut, aber zumindest es, also Aber es hat, innerhalb als Logik ich, verstehe ich auch nicht. ja eben, also als ich mir war, weil ich dachte mir so, okay, ihr baut eure, ihr teilt eure beiden Dings jetzt auf und ihr wisst, dass eure große Feindin ein Bündnis mit dem letzten Herren der Seen eingegangen ist. Ja. Toi, toi, toi. Ich frage mich aber auch, woher die wussten, weil es für mich unlogisch ist, dass sie nach Dragonstone schiffen, dass sie dahin schiffen. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. In den Büchern ist Euron Greyjoy ja so ein Call of Richtig, Cthulhu-Magier. das ist er Also, aber in der Serie halt nicht. aber vielleicht ist es das. Vielleicht hat er irgendwelche Leute geopfert, um dieses Wissen zu kriegen. Vielleicht. Und immer scharfe Ballisten. Vielleicht ist er auch einfach Aquaman und kann mit Fischen sprechen und die haben Bescheid gesagt. Genau richtig. Wobei das jetzt fies von Khal Drogo ist. Stimmt eigentlich. Ah, die hat neun. Ich wag das nicht. Bring sie um. Ja, es ist halt so. Das ist halt, wie gesagt, das sind diese kleinen Sachen, die mich gestört haben. Bevor wir Definitiv, aber ja. jetzt zu Dragonstone gehen, hatten wir noch. Haben die Lannister Boys noch Besuch von einem alten Freund? Oh ja. Und Bronn möchte von ihnen dafür, dass er sie nicht umbringt. Ich glaube, er möchte Highgarden, er möchte das alte Haus der Tyrells Richtig, oder irgend sowas richtig. in der Art. Genau. Genau. Also, es ging halt darum, dass Tyrion ihm dran erinnert hat, an das Versprechen: immer wenn ihm Gold geboten wird, ihn zu töten, wird er das Gold verdoppeln. Genau. Und das wäre in diesem Fall halt Rosengarten oder Highgarden. Ja.
Ich weiß bloß tatsächlich nicht, ob er es am Ende auch tatsächlich kriegen wird. Ich zweifle stark dran. Also hätte er gesagt, hat, okay, ich schieße nicht auf euch, ich bleibe bei euch oder so und lässt seine Gier dann wirklich mal zur Seite stecken, was ich ja eigentlich gedacht habe, habe ich gesagt, okay, ja, er kriegt Rosengarten. Aber jetzt glaube ich, nein, nein, nein. Wahrscheinlich nicht. Ja, der Arme. Tja. Aber ich muss auch echt sagen, er hat sich komplett anders verhalten, als ich erwartet hätte. Ja, eben, ich hätte eigentlich auch gedacht, dass man da quasi die Loyalität von ihm gegenüber den von Tyrion und Jaime sieht. Ich hätte auch nicht So ist gedacht, halt dass doch er bloß ein überhaupt da Söldner. plötzlich einfach reinmarschiert. Als perfekter Meuchelmörder scheinbar, weil ihm keiner auffällt. Ja, naja. Er wird es sicherlich noch büßen, so wie Game of Thrones zur Zeit läuft. Ja. Und wir müssen uns noch über das Stark-Gespräch unterhalten. Ach ja, stimmt, das Stark-Gespräch. Weil eben. Im Hintergarten. Genau, John zeigt halt doch, dass er dann trotzdem doch ein echter Stark ist und erzählt ihn natürlich sofort. Nee, tut er nicht. Oder so. Dafür ist er nicht Manns genug. Stimmt, richtig. Ja. Muss schon Brand machen. Genau, richtig. Ja. Daran merkt man, dass ich diese Folgen immer in einer sehr frühen, zu einer sehr frühen Zeit sehe. Richtig, gut, daran sieht man halt, dass er bloß der Ziehsohn von Ned Stark ist. Ja, aber sie haben das Gespräch nicht gezeigt. Das heißt, in dem Moment wissen wir nicht, wie sie darauf reagieren. Das ist richtig, ja. Weil ich finde, da muss ich sagen, das war ein sehr cooler Move von Sansa. So, natürlich werde ich meine Klappe halten. Tyrion! Weißt du eigentlich, wer Jon Snow wirklich ist? Jetzt habe ich mich verplappert. Und der Virus geht um. Auch Varys Einschätzung selbst, wenn er es weiß, dann weiß es dem nicht eh jeder. Ja. Ja, was auch noch mal ein bisschen ein Wink wahrscheinlich auf das Ende zeigt, ne? Ich meine, das war, also eben, das hast du recht nett ausgedrückt, dass Licht und Schatten bei dieser Folge doch sehr, sehr nah beieinander liegen. Weil dieses Manöver zum Beispiel fand ich sehr cool, sehr gekonnt, inklusive diesem logischen Dings von Varys so, es kann sein, dass ich jetzt beginne, meine Loyalitäten zu überdenken. Weil er, wie er auch sagt, seine Loyalität geht gegenüber des Landes und des Volkes und nicht einer Königin oder eines Königs. Genau. Und Ja. vor allem nicht gegenüber einer Königin, die so langsam aber sicher beginnt auszuticken. Ja, die langsam. Ja. Den Psychiater aufsuchen sollte. Ich würde sagen, jetzt können wir auf die Schiffe gehen, oder? Genau, richtig. Und dann gehen sie alle auf die Schiffe. Ja, mit einer relativ glücklichen, freien Daenerys. Übrigens auch lustig. John darf ja nicht auf seinen Drachen reiten, weil er ist ja noch so verletzt, ne? Jetzt weiß ich, warum er nicht drauf reiten durfte, damit er nicht abstürzt. Es war insofern sehr nett gemacht, als dass diese Szene gibt es ja mittlerweile als 20.000 GIFs und Einzelclips auf YouTube, so fröhlich anschwellende Musik, Dany genießt ihre Freiheit. Und mitten in ein Wutz, 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 ui, Platsch. Aber muss ich schon sagen, das kam, also der Effekt war da mit der Plötzlichkeit, das hat schon funktioniert. Definitiv, ja. Aber ich erinnere mich an unser Gespräch letzte Woche, wo du gemeint hast, eigentlich wäre es sehr cool gewesen, wenn eben Rhaegal, der Drache, der da von Euron Greyjoy vom Himmel geholt wird, im Kampf gegen Viserion stirbt. Ja, Ja. sehe ich auch so. Besonders, wir hatten ja vorher noch die Szene in der Folge, wie der Drache einfach losgeflogen ist Richtung Winterfell. Und ich dachte, er fliegt dann noch zu John, weil er sich langsam eher an John bindet. Ja. Aber nee, nix da. Wir haben nur noch einen Drachen. Was halt noch Richtig. mehr zeigt, dass sie sich dann doch am Ende mehr auf den Kampf gegen Cersei konzentrieren. Eben. Ja, gab es auch einige sehr erbitterte Grabenkämpfe im Game of Thrones Fandom um diese Szene herum, weil lieber das, erstens, er hat schon verdammt gut geschossen.
Jeder der Schüsse war verdammt gut. Ja. Ja. Und er hat irgendwie eine ganze Hundertschaft von diesen Drachentöterballisten. Und er kommt aus dem Nichts. Richtig, er wurde vorher nicht gesehen. Vielleicht seine Cthulhu-Kraft, weiß man Ja. nicht. Den zweiten Drachen trifft er dann nicht, obwohl er direkt auf sie zufliegt. Und dann trifft er Aus wieder dem. perfekt die Schiffe. Genau, eben. Und die laden Genau. echt sehr, sehr schnell nach, dafür, dass die Pfeile so groß sind. Ja, das sind Repeating-Drachentöterballisten. Aber erst wenn die Schiffe zerstört wurden, ist für mich die Szene, die mich in der Folge am meisten aufregt. Ja. Meinst du, dass sie alle so die nichts an den Strand gespült werden? Nein, Ja. dass sie mindestens an den Strand gespült werden und komplett fertig, ohne Waffen. Und was fällt unseren Seemännern ein? Wir entführen nur Stimmt, die ja. schwarze Schönheit. Genau. Und lassen die anderen einfach liegen und leben. Anstelle Genau, das mal zu richtig. beenden. Lassen genügend am Leben, damit es noch einen spektakulären Kampf gibt. Ja. Die hätten ja einfach so locker alle vernichten können, außer vielleicht Daenerys auf ihren Drachen. Und Tyrion gefangen nehmen. Und dass sie überhaupt. Eigentlich müssen sie gar keinen gefangen nehmen. Der Krieg ist Eigentlich vorbei, wenn sie hätten. die alle Eben. besiegen. Und was wollen sie mit ihr? Eigentlich gar nichts. Das bringt es ja auch nicht. Die letzte Endszene, damit haben sie damit auch nichts erreicht, so richtig. Außer, dass es jetzt Daenerys noch mehr austickt. Ja, eben. Ich habe ich hab auf irgendeiner Seite diese Dings gelesen, diese Theorie gelesen, dass man halt jetzt mittlerweile sehr, sehr stark merkt, dass die Story Writing in Game of Thrones sehr auf diesen, ich hätte gerne einen spektakulären Effekt und stell mir die Szenen so hin, dass sie diesen spektakulären Effekt kriegen. So ist es meines Erachtens auch Genau, es leider läuft. so. Auch wenn die spektakulären Effekte relativ cool sind, die Szenen, Ja. sind sie halt äußerst künstlich. Also der Weg dahin ist halt äußerst künstlich. Das ist richtig, ja. Leider, leider. Weil letzten Endes, was sie dann mit Missandei, die sie dann entführen, machen, die Szene fand ich auch sehr, sehr geil. Also Absolut. so in sich. Die war sehr geil. Gleichzeitig auch da wieder die Frage. Ihr seid ganz viele Leute. Daenerys ist ganz wenig Leute. Also eine Cersei wird sich da eigentlich nicht auf Respekt und sagen, okay, wir sind hier bei einer Verhandlung, wir töten euch nicht. Stimmt, ja. Hat mir auch nicht so ganz so gepasst. Und ich dachte echt im Moment, könnte vielleicht doch Tyrion sterben, dass er doch die Pfeile tatsächlich auf ihn losschickt. Zumindest auf ihn, ja. Aber nee. Soweit kam es dann nicht. Ich habe auch gedacht, wie heißt sie denn nochmal, die sie entführt haben? Ich komme halt nicht drauf. Missandei. Missandei. Lass sie runterkicken einfach, aber nee. Wurde mal wieder geköpft. Ja, ich glaube, damit sollte gezeigt werden, dass der Mountain auch noch da ist. Ich glaube auch. Ich glaube, um nochmal zu zeigen, auch selbe Folge. Das Gespräch, Sansa, Blutsund, was macht dich denn glücklich? Das Einzige, was ihn glücklich machen würde, wahrscheinlich sein Bruder zu töten sein. Deswegen reitet er ja auch los mit Arya Stimmt, ja. zusammen. Genau. Es ist halt alles so viel Setup, der einfach unglücklich gefilmt wurde, allein weil sie zu wenig Zeit haben. Stimmt, also tatsächlich bei der Folge hätte ich mir gerne 5 bis 10 Minuten mehr gewünscht. Dabei ist es schon die längste Folge mit Nee, ich glaube, die letzte. längste Folge ist tatsächlich The Long Night gewesen, oder? Ja, aber das waren nur 5 Minuten. Okay, gut. Aber zumindest diese 5 Minuten hätten sie ihnen auch geben können. Ja, an sich hätte ich generell, hätte glaube ich diese komplette letzte Staffel eine gut geschriebene weitere Folge noch gebraucht. Oder bis Definitiv, aufzuteilen. ja. 6 Folgen hat die jetzt hier. Genau, wir sind jetzt quasi 2 Stunden vorm Ende. Ja, ich hätte eine zusätzliche Folge, hätte ich auch besser gefunden. Da hätte man vielleicht, wenn man das alles ein bisschen besser aufgeweitet hätte, hätte man vielleicht auch noch ein bisschen mehr was mit den Weißen Wandern oder einfach gerade jetzt das Setup einfach besser, logischer aufbauen können. Und langsamer. Es ist für Genau. mich auch einfach kein guter Abschluss mit dem, das, was mit den Weißen Wandern passiert. Ist es Ich auch nicht. Es meine. liegt einfach daran, dass sie gesagt haben, machen wir Weißer Wanderer oder Cersei. Cersei ist die bessere Antagonistin für die Serie. Wir nehmen Cersei. Genau richtig. Weil einfach Dialoge beim Publikum besser ankommen.
Außerdem als. glaube ich, dass für die Wahrheit, für das, was im Buch passiert, wahrscheinlich viele Infos fehlen für die Serie, um den Nachtkönig und das alles gut zum Schluss zu bringen. Definitiv, ja. Es hat einer mal damit verglichen, das wäre halt ungefähr dasselbe, wie wenn George Lucas zu Beginn von Rückkehr der Jedi-Ritter seine Produktionsnotizen abgegeben hätte und gesagt hätte: Übrigens, am Ende stirbt Darth Vader und indem er den Imperator diesen Schacht runterwirft. Spoiler! Für Eines einen 40 Jahre, 20, 30 Jahre ja, alten 30 Jahre alten Film. Film? Schaut ihn euch trotzdem an. Es ist besser, er ist gut. Aber das tatsächlich, das ist halt so ungefähr, das ist so, dadurch, dass sie absolut keinen Kontext hatten, wenn sie dann eben gelesen haben, ja, okay, und außerdem passiert das und das und die lange Nacht scheitert am Schloss Winterfell, ja. Und abgesehen davon, dass halt eben der Autor immer den großen Vorteil hat, er braucht keine Spezialeffekte-Budget und keine Laufzeit zu beachten, Absolut. sondern er kann einfach vor sich hinschreiben. Ja. Wenn er mal anfangen würde, es vor sich hin zu schreiben. Ja, genau. Er könnte vor sich Vielleicht hinschreiben. hat das auch schon fertig. Also diesen Storystrang hat er wahrscheinlich alles schon fertig, nur halt nicht ausformuliert richtig als Buch, schätze ich, mit Ja. Dialogen und sowas. Oder sie warten jetzt, bis die Serie vorbei ist und dann kommt binnen 6 Monaten Teil 6 und Teil 7. Leider arbeitet er ja auch mit an den Spin-offs, Das ist richtig, ja. was sich auch seine Zeit nimmt. Und dann, wenn er angeblich tatsächlich auch ein Videospiel schreibt, wo hat er die Zeit für die Game of Thrones Bücher? Ja, aber er hat halt die Reihe angefangen und lässt die halt einfach nur offen. Ich Wobei, meine. ich da tatsächlich mich ein bisschen schützend vor George R. R. Martin stellen muss. An sich, wenn er es nicht fertig schreibt, ist es zwar schade, aber ich finde es auf ihm deswegen herumzureiten, ist halt immer so ein bisschen fies, weil ich glaube, mit einer Verzögerung hat es auf jeden Fall deswegen gegeben, weil ganz, ganz viele Fans gemeint haben, wir wollen jetzt das nächste Buch haben und er darüber eine Schreibblockade gekriegt hat. Ja, Roch in der Mitte auf jeden Fall danach so, wo er aber dann eben so Kommentare gebracht hat, wie ja, er schafft halt pro Tag nur so und so viel, wo du so mitgekriegt hast, okay, er nimmt sich offensichtlich die Kritik ein bisschen mehr zu Herzen, als er vielleicht sollte. er ist ja selber auch ein Fan, ne? Und Ja, klar. deswegen ist das für ihn was ganz anderes als so ein Stephen King, der einfach nur schreiben, 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 schreiben kann. Der auch manchmal auch echt Grütze abgibt. Ja, eben. George R. Ja. Martin, der hat einfach extrem viel Druck auch für die letzten beiden Bücher und deswegen hat er wahrscheinlich auch einfach gerade keinen Bock darauf, daran so ernsthaft sich dran zu setzen. Sicherlich schreibt er ab und zu mal auch ein bisschen was dran. Aber. Wobei man dazu sagen muss, dass dieser Hype um Game of Thrones erst wirklich richtig entstand durch die Serie. Klar, So. deswegen ist es ja auch seitdem Serie der nicht große Problem mit gegeben. den Büchern. Hätte es die Serie nicht gegeben, hätten wir vielleicht fertige Game of Thrones Bücher. Das könnte durchaus der Fall sein. Joanne K. Rowling hat es ja irgendwie auch geschafft, ihre Reihe zu Also vervollständigen wenn du bei mich den Büchern. fragst, mehr schlecht als recht. Aber gut. Ja, das stimmt, das Wobei stimmt. ich muss sagen, also der vierte Common Strike Roman ist ihr sehr, sehr gut gelungen. Ich fand auch die Fortsetzung der persönlichen Beziehung zwischen Robin und Common Strike sehr, sehr gelungen. Ach, wir reden von Harry Geht's Potter. jetzt aber nicht. Common Strike ist außerdem nicht von ihr, sondern von. Ja, Robert Galbraith, der bei ihr im Haus lebt, ich weiß. Siehste. Von dem ganzen, ganzen Nerdwissen, von dem ich keine Ahnung habe. Ganzen Aber Bücher-Nerds. das Lustige ist ja, sie hat es ja jetzt auch öffentlich zugegeben, dass das ihr Alias war. Was ich aber selbst, wenn man die Bücher gelesen hat, sich schon jeder denken konnte. Man muss dazu sagen, es war eigentlich schon immer bekannt und ich glaube, sie hat auch immer damit geflirtet. Man muss dazu sagen, J.K. Rowling hat eine meiner Meinung nach sehr, sehr gute Krimireihe unter dem Namen Robert Galbraith veröffentlicht. Ungefähr einen Tag, nachdem der erste rausgekommen ist, war allen Leuten klar, das ist J.K. Rowling und sie hat gemeint so, ja, und dann hat sie immer damit geflirtet, dass Robert Galbraith bei ihr im Zimmer sitzt und schreibt.
mit der Idee. Also quasi, sie hat dann auf ihrem Twitter immer so gesagt, so, wenn sie nicht gerade irgendwelche Sachen an dem Harry Potter-Universum gedreht hat, war sie auf Twitter und hat ihren Lesern davon berichtet, wie Robert Galbraith gerade in ihrem Zimmer sitzt und an seinen neuen Büchern schreibt. Ich habe mich ewig genau. Die ganze Zeit geschafft, noch andere Sachen zu machen und gleichzeitig die ganzen Wiki-Einträge zu Harry Potter zu schreiben. Ja. Und man muss dazu sagen, Fantastic Beasts 3 wurde jetzt schon wieder verschoben. Ja gut, aber nicht nur das, auch Avatar. Aber das ist kein Thema. Da wollen wir richtig, jetzt, genau. Wir reden von anderen fantastischen Biestern. Ja. Genau. Aber tatsächlich, ich glaube, wir sind auch schon relativ durch, oder? Also Cersei und Daenerys stehen sich vor King's Landing gegenüber. Missandei darf noch ein letztes Wort sagen, Dracarys, und dann wird sie geköpft. Und Tyrion darf vorher noch mit Cersei verhandeln, ob sie nicht doch das Ganze unblutig und beenden möchte, indem sie abdankt. Aufgrund ihres ungeborenen Babys im Bauch, das sie jetzt einem anderen Mann ins Nest legt. Genau, richtig. Cersei ist wie ein Kuckuck. Ja, so richtig verstehe ich auch, also manchmal verstehe ich Cersei noch. Ich hätte auch gerne mehr Zeit mit Cersei gehabt, um ihre jetzigen Gedankenwelt. Also damals, als sie die Krypt, also hier diese, die Spatzen in die Luft gejagt und sowas, da hast du halt ihre ganze Motivation, ihr Charakter richtig gespürt. Das hast du jetzt irgendwie nicht mehr, vor allem, weil auch sie keinen Fokus momentan hat. Jetzt erst wieder, und das ist direkt vor der Schlacht. Ich weiß einfach nicht, was in ihrem Kopf gerade vorgeht. Was ist ihr Ziel, außer natürlich Herrscherin zu sein? Richtig, ja. Was bedeutet ihr das Baby wirklich? Also ich weiß es gerade nicht. Ja, sie ist halt eher ein zweidimensionaler Schurke geworden. Zurzeit, ja. Zurzeit ist sie so Thanos aus Avengers Endgame und nicht Thanos aus Infinity War. Der Vergleich passt hier vielleicht noch nicht ganz so ganz. Außerdem, wer weiß, in der Schlacht kann sie ja vielleicht auch noch ein bisschen mehr Charakter zeigen. Die wir dann hoffen wir es mal. Teilweise sicherlich nächste Woche sehen werden. Ja. Und dann machen sie den Cut bei der spannendsten Stelle. So. Ja, Danny, die Folge endet jetzt, glaube ich, mit Danny, die zum Drachen geht, ne? Genau. Denn Dracarys. Denke auch mit ziemlicher Sicherheit, dass wir auf jeden Fall mindestens einen Teil der Schlacht von King's Landing gleich zu Beginn der nächsten Folge sehen werden. Es gibt ja in dem Preview so am Anfang ein paar Szenen, wo Tyrion auf eine am Fenster sitzende Daenerys zugeht, aber ich glaube, zuerst wird geschlachtet und dann wird darüber kontempliert. Ich glaube, es wird erst geschlachtet. Der Kampf ist wahrscheinlich auch noch nicht komplett gewonnen oder was auch immer. Und dann kommt ja auch noch John und so. Und dann gibt es sicherlich auch erstmal Diskussionen. Wollen wir wieder Prognosen abgeben, wer überlebt, wer stirbt? Ja, ich weiß ehrlich gesagt, ich frage mich ein bisschen, wo Folge 5 endet und wo 6 anfängt. Das ist ein bisschen schwierig. Das stimmt. Das heißt, alle, die man jetzt nennen würde, würde ich fast so weit gehen, dass sie halt die komplette Serie nicht überleben. Stimmt, ja. Und da gehört für mich halt unter anderem halt Daenerys dazu. Ja. Cersei. Ja. Ich glaube, Tyrion wird der letzte Lannister sein, der überlebt. Richtig, was wir komplett vergessen haben, Jaime nach seiner Nacht mit Brienne reitet nach King's Landing, um wieder bei Cersei zu sein. Allerdings wissen wir nicht, ob er sie beschützen oder töten möchte. Ganz ehrlich, er will sie töten, alles andere wäre Unsinn. Ja. Also er sagt ja auch, sie ist eine Bestie, ich bin auch eine Bestie, aber er merkt es ja und deswegen will er sicherlich was gut machen, besonders jetzt, wo er Brienne so richtig kennengelernt hat, denke ich mal, ja. dass er sie halt mit in den Tod reißen möchte. Vielleicht bringt er sich auch, wie gesagt, damit selbst um oder ja, ich glaube halt, er wird der Bruder sein, der sie töten wird. Ja, ja. Also wenn Jaime jetzt mit Cersei flirten würde, dann irgendwann wird es dann zu viel. Da würde ich dann auch sagen, ich macht halt die Richtung ganz und gar nicht mehr.
Was mich aber ein bisschen frage, ist Arias Rolle. Ich kann, also hat die noch jemand anders auf der Liste als Cersei? Eigentlich nicht mehr. Und sie wird Also, Cersei sicherlich nicht töten. Sie wird sie hat ja vielleicht. schon den, sie hat ja schon den Nachtkönig Richtig, getötet. richtig. Jetzt verlangt ihr nicht zu viel ab. Ist richtig. Deswegen frage ich mich, was ihre Rolle jetzt noch sein wird, außer vielleicht eine coole Szene zu haben mit einem, mit irgendeiner Maske und dann drauf zu gehen. Es gibt ja im Preview, also in diesem 40-Sekunden-Preview von Folge 5, die letzte Szene ist, wo Euron Greyjoy etwas entgeistert in den Himmel blickt. Das ist Stimmt, den nicht kann sie blicken. Drogon, der darauf hinzukommt, das ist Arya. Stimmt, den habe ich gerade komplett vergessen, dass der ja auch noch da ist. Ja, genau. Denn Ja, aber der irgendwie wird. ist er. Ich weiß nicht, es für mich gerade. Ich fand es zwar ganz cool jetzt in der zweiten Folge und so, dass er halt ein Bösewicht ist, der einfach mal ehrlich ist und keine Ahnung. Aber irgendwie nimmt er mich nicht mit. Ja. Er ist halt Und wirklich zweidimensional trotzdem am Ende irgendwie. ich glaube tatsächlich, dass der am Ende auch, also er wird relativ schnell draufgehen. Also, Und entweder wird vom Drachen angezündet oder. ich glaube, der wird einen grauenvollen Tod haben. Punkt. Genau. Aber ja, sagen wir mal, von denen, die jetzt quasi in der großen Schlacht sind, ich denke, dass John wahrscheinlich die größten Überlebenschancen hat. Also, wenn Denke ich einer auch. jetzt auf dem Thron sitzt, ist es für mich ein Stark. Und das ist Ja. voraussichtlich Jon. Oder Arya im Jon-Kostüm. Oh. Arya im John-Kostüm. Das wäre. Aha. Arya Ja. Naja, keine Ahnung. Also irgendwie. Also Danny wird's nicht. Nee, jetzt für sie ist das Schiff abgefahren. Ja. Abgesegelt. Glaube auch. Also wahrscheinlich wird als erstes Drogon noch sterben und dann wird sie irgendwie entweder von einem von Cerseis Leuten getötet oder Jon erkennt, was für eine Bestie seine Freundin geworden Ich ist glaube, er kann sie und nicht töten. Vielleicht nee, glaube ich tötet auch Arya nicht. ja sie, indem sie sagt, sie ist John und. Ja, auch eine interessante Idee. Genau. Aber Arya, denke ich, wird nicht sterben. Ja, ich glaube schon. Ich glaube irgendwie schon. Weil einfach das, einfach der Abschied zu Dingens war halt einfach so, dass ich sagen würde, dass sie zumindest keine. Was Ja. ist ihre Geschichte danach, nach dem Krieg? Das stimmt schon, ja. Wenn sie halt irgendwie noch eine irgendwas offen gelassen hätte bei ihm, bei Gendry, hätte ich gesagt, okay, hat sie eine Chance. Aber so, sie hat ja relativ deutlich Nein gesagt. Naja, ob, trotz des Kusses, weil sie wahrscheinlich Gefühle für ihn hat. Ja. Ja, also sagen wir mal eben, alles, was in King's Landing gerade herumläuft, ist eigentlich Die relativ. sind safe. Nee, was gerade nicht in King's Landing Achso, herumläuft, nee, ist ich safe. meine Alles, was in Winterfell, King's ja. Landing Alles, was herumläuft, in ist Winterfell. gerade. Genau. Ja, das würde ich sagen. Ist Also von dem, was jetzt in oder um King's Landing rumläuft, glaube ich halt nur, dass. Also, wo ich glaube schon, dass überleben wäre halt Jon und. Tyrion. Ja. Und Stimmt, ja. ich glaube, Varys wird versuchen, sie zu betrügen und wird dabei draufgehen. Wahrscheinlich, ja. Gleich verbrannt oder was auch immer. Oh, ja. Armaverse. Denn damit weiß, ist aber für mich relativ klar, dass die letzte Prophezeiung mit dem betrogen werden halt Varys sein könnte. Stimmt, ja. Oder es ist ein Fehlgedanke und wie gesagt, sie wird von Arya betrogen, indem sie einen auf Jon macht. Ah ja. Oder sie wird von Arya betrogen, indem sie einen auf Varys macht. Oder sie wird von Arya betrogen, die einen auf ihren Drachen Sandmann. macht. Oh, ja. Genau. Arya hat gezeigt, dass sie übernatürliche Wesen töten kann, tötet Drogon und nimmt dessen Gesicht an. Richtig. Eine sehr gute Idee. Das ist für mich das perfekte Ende. Ja. Und Arya sitzt dann auf dem eisernen Thron. Als Drache. Genau. Natürlich. Naja, ich finde es aber schon schade, das wird so passieren, aber dass wir am Ende keinen lebendigen Drachen mehr haben. Ja. Finde ich auch schade.
Drachen waren eigentlich so das Highlight mit bei Game of Thrones. Für mich waren es die Wölfe, aber na, was daraus geworden ist, wissen wir jetzt. Ja, also am Anfang waren es bei mir auch die Wölfe, aber Ich dann finde die mit den. einfach so süß. Ja. Ich fand das damals so schrecklich in der ersten Staffel. Ich habe wirklich Cersei gehasst dafür, was mit dem Wolf passiert ist und Arya. Naja, man muss schon sagen, die Macher wissen schon ziemlich genau, wie sie es schaffen, dass wir Cersei hassen. Da habe ich der Ja. schon den Tod gewünscht. Und nach dem, was mit Bran damals passiert ist, da war für mich sicher, dieser Charakter muss jetzt definitiv in der nächsten Folge sterben. Ich will die tot sehen. Ja, aber als wir da Tja. noch waren, da hatten wir längst nicht gewusst, wie sich das alles entwickelt und wie groß das Oh, alles wird. nee, stimmt schon. Aber sie hat sich schon damals so als unbeliebteste Person Aber gleichzeitig herauskristallisiert. ist sie ja die beliebteste, unbeliebteste Person, weil wir lieben es auch, sie zu hassen. Ja, Deswegen wird sie klar. auch Nächste oder übernächste Folge einen wirklich tollen Abgang kriegen. Oh, ich glaube, der Tod wird richtig schön inszeniert. Darauf können wir uns freuen. Definitiv, definitiv. Ja, du glaubst, die stirbt. Nee, sie, natürlich. Also, Cersei wird nicht überleben, bin mir relativ sicher. Also, du wie Game of Thrones jetzt zuletzt ist und. Ich sage ja auch, dass George R. R. Martin am Ende ein Romantiker ist. Es wird kein absolut schlechtes Ende nehmen, egal ob Buch oder Serie. Nee, Ja, das auf gar keinen Fall. ich hätte es halt irgendwie cool gefunden, wenn tatsächlich der Nachtkönig am Ende auf dem Thron gesessen hätte. Ja, was will er auf dem Thron? Er will ja gar nicht über, er will ja nur auslöschen. Das weißt du doch, er ist nur das Böse, nur eine böse Welle. Ja, aber so alles ausgelöscht, der Nachtkönig siegt. Das wäre irgendwie al wirklich albern. Ne? Das Gut. ist dann der Fancut. Ja, den kann Marcel, der Marcel Director's Cut. Genau. So, Leute, ich würde sagen, damit sind wir am Ende der Folge. Ne? Haben heute mal bei unter 50 Minuten gelandet, Ja. wenn wir es jetzt schaffen, die Kurve zu kriegen. Ich freue mich trotz der ganzen Fehler und was auch immer aufs Ende irgendwie. Natürlich ist der Hype jetzt nicht mehr so da, besonders ich gucke gerade parallel gerade die neuen Folgen Attack on Titan und Attack on Titan ist das bessere Game of Thrones zurzeit. Echt? Ja. Und ich habe trotzdem Spaß da. Es ist halt ein Event und es ist ja nicht hundsmiserabel schlecht, ne? Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wir Ist auch meckern nicht. meist auf sehr, sehr hohem Niveau. Eben, also anschauen kann man sich es auf jeden Fall. Und wie schon gesagt, also die Szenen an sich waren sehr, sehr toll. Ja. Es wäre eben schön gewesen, wenn die Szenen an sich auch so ein bisschen sinnvollere Übergänge hätten. Gehaltvoller, einfach gehaltvoller gewesen wären. So. Von den Bildern her könnte man sich Game of Thrones definitiv im Kino anschauen. Aber die Story, also in den letzten Folgen jedenfalls, ist halt nur TV-Niveau. Ja. Ja. Ja, das lassen wir mal jetzt mal als negatives Ende unserer Folge hier stehen. Und Bop, machen einen Cliffhanger zur nächsten Folge, wenn es dann Folge 5 heißt. Ich weiß nicht, ob die bereits einen Namen hat. bop. Bis ich wüsste ihn jetzt nicht. Aber sie haben ja auch bekannterweise mittlerweile auch schon Namen, die sie vorbekannt gegeben haben, verändert, wie Folge 3, Eben. die ja Schlacht um Winterfell hieß und jetzt irgendwie The Long Night. Genau. Gut, Ja, cool. dann wünsche ich euch, meine lieben Mitquatscher, einen schönen Abend und auch Jo. ihr Zuhörer da draußen. Oder guten Morgen, oder ja, ihr wisst schon, wo ihr gerade seid und welche Zeit. Nur mal kurz aus dem Fenster schauen. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.